Ja, Leute, es geht weiter im Schattentempel bei Let's Play Ocarina of Time und wir stehen direkt vor dem Bossraum. Und wir gehen rein. Okay, ein Loch im Boden, das ist immer so... Haha. 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 Egal, rein. Einer der geilsten Bossfights, die es im Spiel gibt. Bom. Dum. Bom. 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 Dum. Bom. 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 Dum. Bom. 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 Boah, Leute, guckt es euch an. Was ein Vieh. Alter Schwede, bestialische Schattenmonstrosität. Bongo, bongo. Und das ist der Typ, von dem ich mal gesprochen hatte. Dem die Hände abgehakt wurden, weil er Chica oder so gefoltert hat oder sowas. Das ist der auf jeden Fall. Und da gibt's, über den hier gibt es jetzt unzähligste Theorien. Komm hier, Alter. Bratsch. Nein! Das war unachtsam, Leute, Leute, Leute. Ja komm, also das war ja mal gar kein Treffer. So, und zack! Ab ins Auge und... Was? Tot. Bam, bam, und jetzt fängt der. Boah, Leute, das war zwar ein mega einfacher Kampf, aber das ist so ein hammergeiler Bossgegner. Und jetzt stirbt er. Wird schwarz und... Bah, tot. Ja, geschafft. Leute, das hat 30 Sekunden. Ja, nee, egal. Nix. Ah, eineinhalb Minute oder so. Mehr nicht. Aber ich finde den Kampf einfach hammergeil. Und der Tempel war sowieso geil, aber wir sind jetzt mit dem Schattentempel durch. Neue Herzcontainer, 17 Herzen. Leute, 17 geile Herzen. Hammersache. Gut, dann ab in die Halle der Weisen. Wieder mal. Und noch nicht das letzte Mal. Ja, die Halle der Weisen. Ach, wie geil, man kann durch die Bodenplatte da gucken und konnte Impa sehen, wie sie hochgefahren kam. Zu geil. Du hast die Kreatur des Bösen bezwungen und den Fluch vom Schattentempel genommen. Hab Dank dafür, Link. Denn ich bin nicht allein Prinzessin Zeldas Vertraute, sondern auch jene Weise, die über den Tempel wacht. So, so. Die Chicas waren seit Generationen die getreuen Diener des Königsgeschlechtes von Hyrule. Jedoch... Auf den Tag genau vor 7 Jahren griff Ganondorf das Schloss an. Nach kurzem Kampf ergab sich Hyruls König. Ganondorf wollte den Schlüssel zum Heiligen Reich, den bestgehüteten Schatz der Königsfamilie, die Ocarina der Zeit. Meine Aufgabe war, Prinzessin Zelda zu retten und sie vor dem Zugriff Ganondorfs zu bewahren. Als ich dich damals bei unserer Flucht aus dem Schloss sah, warst du nur ein kleiner Junge. Jetzt ist aus dir ein stolzer Held geworden. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Die Prinzessin ist jetzt in Sicherheit. Ja, das ist schön zu hören. Bald wirst du Prinzessin Zelda von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Sie wird dir alles erklären.
Dann, wenn die sechs Weisen den Großmeister des Bösen verbannt haben und wieder Frieden in Hyrule eingekehrt ist. Geh nun, stehe Prinzessin Zelda an meiner Stelle zur Seite und beschütze sie. Na Leute, Leute, heute ist aber auch... Meine Kraft soll dich begleiten. Ich lege dieses ich lege sie in dieses Amulett. Leute, ehrlich, was ist denn heute los? Und wir bekommen das nächste Amulett. Nummer 5. Yeah. Oder? Ja. Das Amulett des Schattens. Impa gibt sich dir als eine der Weisen zu erkennen und überträgt dir ihre Kraft. Yeah. Nicht mehr viel, Leute. Bald sind wir stark genug, um dem Gegner gegenüberzutreten. Oh, jetzt habe ich einen Text für nicht. Egal. Nicht so schlimm. So, und da sind wir wieder. Am Friedhof. Und es regnet immer noch. Toll. Hat sich ja dann tierisch gelohnt hier. Stirb! Du Wanz! Oh Leute, es ist so genial, was man hier so für einen unmenschlichen Schaden mittlerweile macht. Die Dinger hier One-Hit-Killen. Da, komm. Gut. Muhaha. Muhaha. So. Ja, der war jetzt gekonnt. So richtig gekonnt, ne? So. Kakariko. Und es regnet nicht mehr. Oh Leute, ist doch schön hier, oder? Mittlerweile kann man es hier doch aushalten, in diesem Städtchen, ne? Nein, wir nicht. Wir haben immer noch einen Auftrag. Und den werden wir auch weiter verfolgen, ohne irgendwas in Frage zu stellen. Weil Link kann ja nicht reden. Beziehungsweise er tut es ja nie. Und deshalb... ja. Wartet mal eben kurz, ich muss mal eben... Ja, ein Herzteil könnten wir noch... Ja, das kriegen wir auch noch, fällt mir gerade ein. Das holen wir uns jetzt auch. Warte, erst gucken, was Navi sagt. In der Wüste wurde Ganondorf, der Großmeister des Bösen, geboren. Vielleicht finden wir dort etwas. Ja, Navi, das, ja, genau darauf wollte ich dich jetzt auch ansprechen. So, dann bräuchten wir jetzt erstmal unseren Gaul. Aber jetzt gehen wir erstmal auf die Seite, weil sonst backt die wieder so am Fluss oder so fest. So. Dann rüsten wir hier mal Ocarina und Co. wieder aus. Das ist eine scheiß Aufstellung. So. So muss das sein. So. Nee. Nee. Nee, hä? Leute! Nee. Ja, so ging das. Peinlich, peinlich, wenn man das nicht weiß. Ja, ja. Wir sind halt ewig nicht mehr rumgeritten hier in der Steppe. Und deshalb, naja. Gut, dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg zur Wüste. Los, los. Schattenfeld, zeig uns, was Eile heißt. Nein, ist ja nur Epona und Epona ist nicht schnell zu Fuß. Ja, toll. Ja, toll. Stunden später. Naja. So, da vorne ist der Eingang. Und wir können gerade unter die Welt gucken. Ja, auch nicht schlecht. Naja, so. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. So, jetzt sind wir gleich da. Und müssen wohl oder übel, ja, das machen, was ich eigentlich nicht gerne mache. Nämlich kurz vorm Ziel stehen und jetzt eiskalt eiskalt runterspringen, Leute.
Denn wir müssen jetzt Moment, mal kurz gucken. Genau, dahin. Leute, da müssen wir jetzt hin. Und das machen wir jetzt aber erstmal ohne unser liebes Pferdchen. Und ziehen uns kurz darüber. Um jetzt mal eben zu gucken, ob wir hier da landen würden oder nicht. Ja, tun wir. Und es ist ein Wunder, dass Link das überhaupt überlebt hat. Also das muss man mal wirklich sagen. Naja, egal. Jetzt haben wir unser Herz. Jetzt gleich jedenfalls, ja. Da. So. Rauf, los. Schön, eine lange, lange Leiter. Und da ist es. Unser nächstes Herzteil. So, jetzt gibt es im ganzen Spiel nur noch 4 Herzteile, die wir uns holen müssen. Dann haben wir sie alle. Ein Herz bekommen wir ja noch, vom nächsten Endboss. So. Ja. Und wir müssen jetzt leider zurück erstmal zum Hylia-See. Ja, weil wir jetzt ja zu den Gerudos wollen. Und dafür müssen wir über die Brücke. Und wir sind jetzt unter der Brücke. Und ja, ihr wisst schon, ne? Jetzt müssen wir wieder einen elendig langen Weg latschen. Naja. Naja. Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres, von diesen Scheißraben hier belästigt zu werden und sowas. Ja, der hat uns aber noch nicht gesehen. Wo ich gerade hier bin, was gibt's hier eigentlich? Moment, das will ich jetzt mal eben kurz gucken. Wow, und rein. Ich hab's gewusst, ein Dekohändler. Naja, 3. Naja, nichts Wichtiges. Gut, dann auf Link. Ja, dann können wir uns jetzt zu Fuß aufmachen und lassen diesen scheiß Rahmen in Ruhe, weil das alles nur Zeit kosten würde. So, und aber das Ding machen wir klein und zack und tot. Ja, tot. Jetzt müssen wir nur noch, ja, möglichst schnell zu den Gerudos kommen. Und da haben wir auch noch eine nette Quest vor uns. Weil das Ganze ja nicht nutzlos sein soll, haben wir da einen relativ spaßigen Auftrag. Und ja, ja, ihr werdet sehen, worum es geht. So, und rauf, Link. Link mit Parkour-Animation, das wäre auch nicht schlecht. Dann könnte man eiskalt über jeden Zaun springen, über jeden Abstand springen und über alles. Ja, so, aber naja. Wäre auf jeden Fall lustig, wenn Link das mal könnte. Ich fand das schon in Skyward Sword jetzt richtig geil, dass man sprinten konnte und so, an so Vorsprüngen hoch. Das fand ich wirklich cool. Also da habe ich wirklich gesagt, das war wirklich eine geniale Verbesserung des Spiels. Ja, von der Bewegungssteuerung, ja, da will ich jetzt nicht so sprechen, weil die hat mich jetzt nicht so wirklich begeistert. Im Ernst, Leute, also ich finde persönlich, dass das so immer noch am besten ist. Die Bewegungssteuerung ist zwar gut und schön, aber sie funktioniert, finde ich, nicht so, wie sie sollte. Also sie ist immer noch in der Abfrage und in allem so zu unpräzise. Also ich stand teilweise davor und habe mir gedacht, ey, das kann doch jetzt nicht so schwer sein, das Vieh da zu stechen, zu schlagen, so zu schlagen oder so. Und ich weiß nicht. Ich fand die Bewegungssteuerung in Twilight Princess deutlich besser. Gut, das war zwar nur wildes Hin- und Hergefuchtel, aber es hat wenigstens richtig funktioniert. Aber naja.
Twilight Princess ist immer noch ein geiles Spiel, macht trotzdem total Spaß. Ja. Aber ich finde immer noch das hier und Majora's Mask sind die besten Zeldas. Und Majora's Mask werde ich definitiv zocken. Höchstwahrscheinlich, wenn ich dieses hier durch habe, dann werde ich mit Majora's Mask anfangen, so. Ich bin mal gespannt, wie das dann wird. So. Dann geht's jetzt mal ab zu den Gerudos. Yeah. Wow. Und wir sind bei der Gerudo-Festung. Wow, Leute. Nicht schlecht. Gut. Und wir lassen Epona jetzt hier, weil wir jetzt etwas machen, wo wir das Pferd nicht gebrauchen können. Das ist einfach unnötig. Wir lassen uns nämlich fangen. Halt, bleib, wo du bist. Boah, ja, ich habe ein Riesenschwert und lass mich von so einer Frau mit so einem komischen, mit so einer Hellebarde oder so anhalten da. Und tja, so läuft das hier. Weichei, hinein mit dir und halt die Klappe. Naja, Leute, jetzt sind wir im Knast und kommen hier total einfach raus, weil man uns ja unsere Sachen nicht abgenommen hat, ne? Aber wir gehen jetzt erstmal hier hin. So, sehr schön. Diebesversteck. Da ist aber noch eine, oder? Hier ist doch noch eine. Da war noch eine. Muhaha. Gut, dann gehen wir jetzt mal da hoch. Ich weiß gar nicht, was da ist. Ich komme hier immer etwas durcheinander, wenn ich hier dieses Teil hier durchzocke. Ah, es geht nach ganz oben. Okay, ich befürchte, dass wir hier mehr als nur umständlich laufen. Aber egal. Egal, egal. Ja, toll. Ja, toll. Komm, gehen wir wieder in den Knast. Dieses Mal sogar freiwillig und gehen jetzt mal den richtigen Weg hier. So, und zack. Und jetzt killen wir die Alte erstmal. Bats. Weil man uns überhaupt nicht schreien hören konnte, ne? Link ist ja wirklich leise gewesen, muss man ihm sagen. So. Hey, Kleiner. Dich meine ich. Schau hierher, in die Zelle. Oh, wer ist das denn? Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Aber sei vorsichtig, hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterinnen. Hey, pass auf! Boah, alter Schwede, eine bauchfreie Gerudo-Braut mit Riesenschwert. Aber das ist alles überhaupt kein Problem, das Mädel machen wir weg wie sonst was. Komm her! Zack, tot. Wow, wir standen direkt im Schlüssel. Nicht schlecht. What? Und weg. Ja, auch geil, ne? Die springt durch die Decke. Ja, was haben wir denn da? Ach so, Fenster, ja. Hey, hey, guckt euch die Zuckungen von dem an. Wow. Dann reden wir mal mit ihm. Bist du hier, um mich zu retten? Oh, das ist ja wirklich nett. Ich bin John, der Zimmermann. Wir wollten uns eigentlich den Gerudo-Kriegerinnen anschließen. Aber dann haben sie uns eingesperrt, weil wir Männer sind. Jetzt wollen wir aber lieber wieder heim, ja. Kann ich verstehen. Diese Gerudos sind schrecklich ungehobelt. Drei meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt. Befreie sie bitte. Kein Ding, Kumpel. Kein Ding. Machen wir. Machen wir doch alles. Link ist das Mädchen für alles. Der macht wirklich jeden Auftrag, den man ihm gibt. Wirklich jeden, ohne zu fragen oder irgendwie zu antworten vor allem. Naja. Dann gehen wir jetzt mal da rein.
Das sieht doch schon mal sehr erfreulich aus. Dieses Versteck. Und da hinten war eine. Jetzt ist keine mehr da. Naja, doch, rechts da. Ach, rechts, links rein ist auch noch eine. Aber um die kümmern wir uns jetzt auch noch nicht. Denn wir kümmern uns jetzt mal hier drum. Oh, Junge, die Steuerung. Der Controller macht gerade, was er wollte. Boah, das war richtig übel jetzt. Gut. Und da haben wir den nächsten. Hey, Kleiner, ich meine dich, ja. Ja, ja. Ja, ich weiß zwar nicht, warum, ja. Ja, 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 warum ich da, ja, mutig an den Gerudo-Wachen, ja, ja. Himmel, das ist ja das Gleiche wie mit dem Geisterhändler in Hyrule. Der sagt auch jedes Mal das Gleiche. Aber sehr vorsichtig, hier gibt es jede Menge bauchfreie, halbnackte Gerudo-Wächterinnen. Hey, pass auf. Oh, komm her. Komm her. Komm her. Was tot. Ja. Juhu. Da hat er wieder Zuckungen, der Typ. Leute, merkt euch mal, wie der erste hieß. Das war John. Wir gucken mal, wie der hier heißt. Das ist wirklich nett von dir, Kleiner. Danke für die Rettung. Ich bin Paul, der Zimmermann. Diese Frauen hier machen mir Angst. Ich bleibe lieber weiter Zimmermann, als mich ihnen anzuschließen. Ja, macht Sinn. Oder willst du Gerudo-Kriegerin werden? Ich kann es kaum erwarten, wieder daheim zu sein. Zwei meiner Kumpels sind noch eingesperrt. Hilfst du ihnen? Nein. Und woher weißt du überhaupt, dass es noch zwei sind? Woher weißt du, dass ich den ersten schon rausgeholt habe? Mysteriös. Leute, man weiß es nicht. Das ist wahrscheinlich ein Fall für Galileo Mystery. So, und wir gehen jetzt an die frische Luft und werden jetzt den Part erstmal beenden, Leute. Und dann im nächsten Part die weiteren Zimmerleute mit interessanten Namen befreien. Ja, Leute, achtet auf die Namen. Spätestens beim nächsten werde ich es nochmal sagen, ne? Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao.